Herzlich willkommen zurück bei den Viehchroniken. Letztes Mal hatte ich ja einen argen Hänger und musste mich dann erstmal hier offline etwas weiter rätseln, bis ich dann endlich herausgefunden habe, was ich tun muss. Und tatsächlich habe ich es auch rausgefunden. Ich muss ja sagen, das ist immer so die Krux bei diesen Adventure-Games, dass man manchmal dann doch irgendwie das Gefühl hat, ich komme hier einfach nicht weiter, weil man das kleine Detail, was man dann eben, was einem fehlt, da kommt man irgendwie nicht drauf. Und hier war es, ich muss die Flöte dem guten Nate geben. Jetzt muss ich mal hier den Blasebalg nochmal benutzen. Da bin ich dann irgendwann aus Verzweiflung eher drauf gekommen. Aber ist ja dann trotzdem gut, wenn man dann endlich weiter weiß und man fühlt sich dann irgendwie erleichtert. jetzt gehe ich nochmal zurück zu diesem Schlangenbeschwörerzimmer. Oder Balkon ist das ja fast schon eher. Hier, da müssen wir rein. Dann nehme ich mal das hier ab. Denn ich nehme mal an, dass ich das irgendwie mitnehmen muss. Die Vermutung war schon ganz richtig. So, und jetzt kann ich nämlich hier mit dem guten Nate, der hier noch ganz woanders rumsteht, mal die Flöte aus den Ostlanden. Ich habe mal gesehen, wie Magier damit Schlangen zum Tanzen gebracht haben. Genau. So, und jetzt benutzt die mal. Komm, auf geht's. Na, das kann ich. Ich war in Huffenhausen im Spielmannszug. Ach was. Um Mädchen in kurzen Röcken zu sehen. Ich bin ein harter Kerl. Mhm, das hast du auch die Flöte gespielt, mein lieber Nate. So, da kommt die kleine Schlange. Und ich nehme mal an, dass wir jetzt an der hochkraxeln können. So, genau. Das wollte ich doch haben. Und yes. Sehr cool. So, wir haben das Loch dabei. Das Portal. Ist ja echt witzig, was die hier für Anspielungen alle reingebracht haben. Und Portal war eher unerwartet, muss ich sagen. So, dann machen wir uns doch mal einen Weg in die Galerie. Pam! Jetzt muss ich mit Nate dahin. Das heißt, ich lasse mal das Vieh stehen. Den Bindfaden weiß ich jetzt noch nicht, wofür ich den brauche. Am Ende braucht den doch der Nate. Magie war mir nie geheuer, aber immerhin geht es darum, ein paar Fellknäueln, die ich kaum kenne, das Leben zu retten. Ja, dann do it. Was tue ich hier eigentlich? Durch ein Portal gehen. Zack. Wow. Das hättest du jetzt nicht erwartet, ne? Man lernt halt nie aus, lieber Nate. So, nimm dir das mal, das verdammte Bild hier. Die Wolken bilden eine beinahe weiße Fläche. Wenn dieser doofe Engel nicht wäre, könnte ich das glatt als Hintergrund für mein Bild nehmen. Red doch mal mit dem Engel. Der Engel krallt sich an der Mauer fest. Ich bekomme das Bild nicht los. Ah, damn it. Ich könnte ja doch mal mit dem Blasebalg bedrohen. Ah, nee, darf ich nicht. Mal die optische Täuschung nochmal. Das Bild zeigt etwas Unmögliches. Der Rahmen des Bildes ist ziemlich tief. Da könnte man etwas reinstellen. Interessant. Ich könnte da was reinstellen. Das Vieh vielleicht? Ich werde mal kurz das Vieh auch rüber transportieren in die Galerie. So, sind die schon mal zu zweit da? Wo ist Nate denn hin jetzt? Nate? Juhu! Wo ist der Nate hin? Ach, da ist er. Ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich. So, nochmal zurück. Bitte zum Vieh. Und jetzt gehe ich mal den Bindfaden wieder dem guten Nate. So. Oh, toll. Na, da freut er sich, dass er aus dem Magen des Viehs wieder mal einen Bindfaden bekommen hat. So. Was können wir denn jetzt hier jetzt machen? Irgendwie muss hier auch noch eine Möglichkeit sein. Aber ich gucke mir jetzt erstmal die ganzen anderen Möglichkeiten an. Hier kommen wir wieder runter. Die Tür ist durch einen Mechanismus gesichert, der nicht so aussieht, als könne man ihn aufbrechen. Damn it. Der Balkon ist zu weit weg, um da hoch, rüber zu springen. Aber stand draußen vor dem Turm nicht eine Leiter? Ach was. Gut, dass du dich daran erinnerst. Das heißt, ich darf jetzt wieder zurück, oder was?
Wow, das ist echte Kunst. Das Gemälde zeigt einen Clown. Doch, er ist traurig. Ha, diese Ambivalenz. Unglaublich. Das Gemälde zeigt einen Kuchen. Auf dem Zuckerguss steht ein Wort. Hm, Lüge könnte das heißen. Lüge. Okay. Also, dass ich das Gemälde jetzt auch nicht nehmen darf. Strange. Das Bild zeigt ein Schwein, wie es ein Schweineleben führt. Hm. Was? Ich kann mit ihm reden? Hey, hallo Schwein. Nichts. Es lässt sich nicht stören und mampft gemütlich weiter aus seinem Trog. Erschrecke das Schwein. Hey, hallo Schwein. Nichts. Es lässt... Ah, schade, vielleicht mit der Flöte. Was? Wo ist es hin? Hölle. Faszinierend. Faszinierend. Und nun? Das schreit doch danach, dass wir hier irgendwie eine Falle oder sowas bauen. Aber wie? Hi. Halt die Augen auf. Noch nichts machen. Der Blasebalg, den können wir auch nicht da reinstellen. Dieser Bindfaden, der wäre doch eigentlich ideal, um dann eine Stolperfalle zu bauen oder sowas. Und um dann das Vieh, dieses Schwein. Das Bild zeigt etwas und der Rahmen des Bildes ist ziemlich... Vielleicht kann ich mit dem den Engel auch mit der Flöte erschrecken? Nee. Spiele dem traurigen Clown ein Lied. Dann gucken wir mal, was da passiert. Vielleicht muntert ihn das ein wenig auf. Eben. Jawohl, Traurigkeit können wir nicht. Scheint nicht geholfen zu haben. Sieht vielleicht sogar noch ein wenig trauriger aus. Vermutlich war es ihm nicht lang genug. Oder zu leise. Ja, das bestimmt. Komm, wir machen es nochmal. Vielleicht muntert ihn das ein wenig auf. Scheint nicht gut. Er sieht vielleicht sogar... Vermutlich war es ihm nicht... Schade. Tja, vorhin hat er Nate irgendwie hübscher gespielt, ne? Aber der gute Engel, der reagiert da ja gar nicht drauf. Weil dem Vieh da irgendwas machen können. Das Vieh könnte ja rein theoretisch auch die... Ich dachte, die optische Täuschung. Ich könnte natürlich auch... Ne, das Loch wieder abnehmen und da draufpacken. Das wäre, glaube ich, macht auch keinen Sinn. Ich könnte natürlich mal versuchen, dem Vieh die Flöte zu geben. Oder den Blasebalg. Da. Inzwischen brauche ich ja nicht mehr den Blasebalg, um dem Vieh... Ich sollte das Vieh nicht häufiger aufblasen als nötig. Das kann nicht gesund sein. Dann gib ihm doch einfach den Blasebalg. Dammit. Macht er nicht. So. Jetzt mal gucken, ob das Vieh auch das Schwein erschrecken kann. Nee, kann es nicht. Es kann auch nicht irgendwie irgendjemanden ein Ständchen spielen. So wie Nate. Das kann nur Nate, der die hilfreich. Hufenhausen die Ausbildung hinter sich gebracht hat. So. Hier können wir auch nicht selber reingehen oder so. Vielleicht sollte ich mal als Nate in die anderen Bereiche noch reingehen und da mich mal umgucken. In dem Becken schwimmen mindestens ein Dutzend Leuchtquallen. Wirklich praktische Tierchen. Man sollte nur kein Backpulver zu ihnen ins Wasser streuen. Nicht, dass ich das schon mal getan hätte. Also, Backpulver und Quallen? Ich weiß ja nicht. Oh, hier können wir das Pentagramm anbieten.
Normalerweise kann man an der Ausrichtung eines Pentagramms erkennen, ob es weiß oder schwarzmagisch verwendet wird. In diesem Turm wage ich aber keine Prognose. Ja, es ist schwierig, hier festzustellen, ob die zwei Hörner nach oben zeigen oder vielleicht doch die Perspektive anders ist. So, ich schau mal weiter. Huch! Was zum... Das ist jetzt aber merkwürdig. Das war vorhin anders. Tatsache. Hier irgendwas mache ich falsch. Ich glaube nicht, dass... Und Wahnsinn. Was? Nochmal, Entschuldigung. Ach so, nee, jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Damn it. Und zack, sind wir wieder zurück. Sehr strange. Jetzt kann ich hier wieder nach unten gehen. Ich könnte mal nachgucken. Wir sind hier im Turm schon ein gutes Stück vorangekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, draußen einmal nach dem Rechten zu sehen. Na. Jetzt plötzlich darf ich raus. Das ist so ein bisschen schade, dass es dann so unmotiviert plötzlich dann in den anderen Bereich wieder reingeht. Huch. Die gute... Ach, dieses Weibsbild ist verdammt anhänglich. Warum muss ich nur so unwiderstehlich sein? Wenn wir da einfach rausspazieren, entdeckt sie uns. Und das bedeutet... Okay, Fee, hier ist der Plan. Ich lenke Masas ab. Du läufst hinter ihr vorbei zum Schiff und... dann sehen wir weiter. Kalalupa? Das ist ein Plan. Der beste, den wir haben. Und los geht's! Jetzt bin ich aber gespannt. Es geht doch niemals gut. Juhu! Hey, Sasi! Ich möchte mal sehen, wie das Vieh die gesamte Leiter in sich hinein schlingt. So, die war mal lustiges Ringereihe hier. Einmal und es geht jetzt immer so weiter. Wenn der Nate sich aufpasst, dann holt er die Sasi irgendwann ein. Schon müde? Etwas viel Speck angefuttert über die letzten Monate, oder? Tja, dann machen wir mal weiter. Achso. Jetzt bin ich gespannt. Nein, tatsächlich frisst er die ganze Leiter auf. Gibt's doch gar nicht. Was ist Sasi? Wolltest du mich nicht fangen? Oh, ich kann sogar in die Stadt gehen. Nein, kann ich nicht. Das ist noch aus dem ersten Teil. Hier kommt man nämlich her. Eigentlich. Oh, wir haben noch ein Seil. Das nehme ich auch mal mit. Zack. Schon müde? Etwas viel Speck angefuttert über die letzten Monate, oder? Öffne die Kiste. Geht nicht. Ah, schade. Was haben wir denn noch? Wir können zum Schiff können wir noch gehen. Das ist doch gut. Aha. Das kennen wir ja auch. Die liebe Mary. Kann ich mir vielleicht eine Verkleidung raussuchen? What the fuck? Ein dreigliedriger Handschuh, der einen 80er Jahre Disco-Tänze veranstalten lässt. Unglaublich. Metallbügel. Können wir die mitnehmen? Kommst du da ran? Dachte ich mir schon. Komm, benutzt mal die Leiter? Nee, geht nicht. So, was haben wir noch? Auf geht's. Ah, wir können mal wieder ein bisschen Zeug zusammensuchen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ach komm, mit dem Catcher müsste ich das jetzt holen können hier. Ach komm, gibt's doch gar nicht. So, alles mitnehmen. Alles nehmen wir mit, was hier irgendwie die halboffene Weinflasche.
Genau, komm. Zack, alles mit Rotwein. Was haben wir noch? Spiegel. Juhu! Und was haben wir hier noch? Mary. Lass uns mal mit Mary quatschen. Warte nur! Was bei den acht Winden bist du denn? Dieser Ned hat zwar von Seefahrt keine Ahnung, aber immerhin ist er ein Mensch und kein Fischotter. Du musst es ja wissen. Das war ein sehr ausgiebiges Gespräch. So, wir können mal unter den Teppich noch gucken. Immerhin haben wir ja das Geheimfach. Öffne die Luke. Nee. Nö. Do. Tja, das hier oben, den Metallbügel, können wir wahrscheinlich erst mit Nate dann mitnehmen. Wenn es dann mal soweit ist. Ich glaube, hier sind wir irgendwie durch. Obwohl ich ja echt finde, dass man mit dem Kescher durchaus diesen Metallbügel hier runterholen hätte können müssen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier schon mal im Inventory irgendwas miteinander kombinieren kann. Aber es sieht nicht so aus. Gut, dann hau ich mal wieder ab. Was ist, Asi? Wolltest du mich nicht fangen? Das geht jetzt für immer so weiter, glaube ich. Und wir hauen mal ab. Aber immerhin ein gutes Training. Ich würde ja langsamer laufen, aber das wäre beschämend für uns beide. Du könntest kämpfen, anstatt wegzulaufen. Ich möchte dir nicht jegliche Hoffnung nehmen, in irgendetwas besser zu sein als ich. Du kannst mich mal. Früher oder später musst du entweder runter in die Stadt oder zurück auf dein Schiff. Und genau da werde ich warten. Aber komm zurück, du Grünhaut. Ach, na komm schon, ich gebe dir eine halbe Runde Vorsprung. Sasi! Damn it! Jetzt sind wir gefangen. Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir die Luke öffnen irgendwie. Kann man nicht mit der Feder das Ding aufbrechen oder so? Nee, lässt er uns nicht. So, was können wir denn jetzt hier noch machen? Jetzt müssen wir hier irgendwie was weitermachen. Hallo da doch. Oh, welche Freude. Der pinkfarbene Fischotter wünscht mich zu sprechen. Also, sarkastisch. Das habe hier. Ich gesehen. Ja, hoffentlich. Damn it. Hilf uns mal. Wir sind in Lebensgefahr. Verdammt ich nochmal. So, was mit dem Kescher? Kann ich mal das knochige Ding vielleicht hervorholen? Ja, das geht. So. Zack. Huch. Du fange den Skelettarm. Zup. Was zur Hölle? Das war wohl nix. Mit dem Handschuh? Bitte was? Was sollte denn das für eine Bewegung gerade sein, bitte? Das wage ich jetzt mal nicht weiter auszuführen. So, mit dem Kescher können wir nochmal versuchen, das Ding hier. Und vielleicht können wir den Handschuh dann auf der anderen Seite draufwerfen. So, so, hier, guck mal. Handschuh. Das habe ich jetzt gerade wirklich ein Seufzer von der Skeletthand gehört. So, wir haben die Skeletthand aufgesammelt. Kann die uns jetzt weiterhelfen? Ach so, vielleicht kann ich mit der Skeletthand jetzt den Metallbügel oben holen. Nee. Damn it. Wieso nicht? Wieso nicht, verdammte Axt? So, was haben wir denn hier noch?
diese Luke, im Endeffekt wissen wir doch schon die Kombination. Na gut, Nate weiß sie halt, ne? Nicht das Vieh, das ist ja logisch. Na gut. Ich glaube, hier werde ich mal wieder einen Folgenstopp einlegen. Wir sind in arger Gefahr. Ich weiß nicht, wenn ich hier hinausgehe, was passiert eigentlich dann? Will ich nochmal gucken. Geht er dann gleich wieder zurück? Hey, stehen bleiben! Oh oh. Jetzt aber Flux. Na, Sasi? Merkst du was? Zum Glück verrät uns Mary nicht. Achso, jetzt kann ich hier nochmal. Wirf den Skelettmann auf die grüne Frau. Na los. Was zum? Na, das ist. Weg! Nichts wie raus hier! Oh, das würde einer Ork-Jägerin nie passieren, dass sie ihre Axt liegen lässt. Ja, aber hallo. Komm, nimm die Axt mit. Und jetzt werd mal zum Vieh. Mach mal die Dings kaputt hier. Knacke das Schloss mit der Axt. Na also, so schartig wie die ist, macht das auch nichts. Zack. Total easy. Na, jetzt haben wir es doch noch ein bisschen weiter geschafft. Und bis zum nächsten Mal. Juhu.